Lieben, heute möchte ich euch wieder eine Buchverfilmung vorstellen zu diesem schnicken Buch hier. Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie. Ihr könnt nachher noch was gewinnen, aber ich würde sagen, wir gucken uns erstmal den Trailer an. Reading Book Channel. Mehr Spaß an Büchern. Vielleicht gibt es für dich einen Morgen. Vielleicht auch Hunderte oder Tausende. Aber für einige von uns gibt es nur diesen Tag. Hey Schönheit, steig ein! Echt jetzt? Alter, ist das witzig? Ich kann's nicht glauben, dass die Highschool fast vorbei ist. Aber wir haben alles richtig gemacht, haben mit den heißesten Typen geknutscht und die abgefahrensten Partys mitgenommen. Ich gebe eine Party heute Abend, meine Mom ist nicht da. Oh mein Gott, was will die denn hier? Pass mal auf. Dieses ganze Highschool-Ding hat eh keinen Wert. Mami sagt, du sollst jetzt aufstehen. Es ist Samstag. Vielleicht gibt es für dich einen Morgen. Was ist gestern Abend geschehen? Wovon redest du eigentlich? Echt jetzt? Alter, ist das witzig? Der ganze Tag war ein einziges Déjà-vu. Dieses ganze Highschool-Ding hat eh keinen Wert. Da vorne kommt ein Laster. Was für ein Laster? Egal, was ich tue oder sage, der Tag beginnt und endet immer gleich. Meine Mom ist nicht da. Und du gibst eine Party? Ja, woher weißt du das? Rob? Was denn? Ich werde verrückt. Ist alles in Ordnung? Du kannst mir vertrauen. Mom, denkst du, ich bin ein guter Mensch? Es ist nicht wichtig, was ich denke. Wichtig ist, was du denkst. Soziopathin auf 12 Uhr. Was haben wir eigentlich gegen Julia? Wieso interessiert dich das auf einmal? Gestern hattest du noch Angst davor, dass sie dich beißen könnte. Das ist doch schon ewig her. Das war gestern. Juliet, warte! Wenn ich ein und denselben Tag immer wieder erleben werde, will ich daraus einen Tag machen, der etwas bewirkt. Nicht nur für mich. Dafür bräuchte ich nur eine einzige weitere Minute. Ich wollte eigentlich ein Buch-versus-Film-Video machen, habe aber dann gemerkt, dass der Inhalt eigentlich relativ der gleiche ist, weshalb ich jetzt doch irgendwie ein normales Rezensionsvideo mache. Ich würde sagen, fangen wir ganz klassisch mit dem Buch an. Es ist im Carlsen Verlag 2010 erschienen, kostet 8,99 € als Taschenbuch, hat 448 Seiten und ist von Lauren Oliver, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, geschrieben worden. Der Film hingegen ist erst seit letzten Donnerstag in den Kinos, seit dem 1. Juni 2017, läuft 98 Minuten lang und ist vom Genre her ein Drama. In der Hauptrolle als Samantha spielt Zoe Dutch. Filme, aber auch Bücher lassen sich in unterschiedliche Sequenzen einteilen, eigentlich sogar nur in 8 Sequenzen. Und die gehe ich jetzt mal chronologisch durch und zeige euch, ja, wie sich der Hauptcharakter entwickelt oder was generell in der Story vor sich geht. Natürlich ohne zu spoilern. Am Anfang ist immer der Alltag des Protagonisten. In diesem Fall haben wir Samantha als Protagonistin, die morgens von ihrem Klingelton, von ihrem Handy aufwacht, sich fertig macht, ein bisschen mit den Eltern zofft und dann von ihren Freundinnen abgeholt wird, zur Schule gebracht wird. Und da wird klar, dass sie schon zu den High-Class-Leuten in der Schule gehört, auf der Highschool. Sie den süßesten Typen sich geangelt hat als ihren Freund und dass heute Valentinstag in der Schule ist und sie ganz viele Rosen sammelt. Weil es ja in Amerika spielt und weil es zum Alltag auch gehört, an Valentinstag eine Hausparty zu schmeißen, geht die High-Class-Gruppe zu einer Hausparty und treffen dann da auch auf ein Mobbing-Opfer, was gar nicht in dem Haus erwünscht ist. Es wird auch sehr fies rausgemobbt und sie rennt weg. Und ja, Samantha und ihre Freundin fahren daraufhin auch ein bisschen später nach Hause und haben dann einen Autounfall. Boom! Aber anstatt zu sehen, was nach dem Unfall passiert, ob unsere Protagonistin überlebt oder nicht, sehen wir eine Szene, wo sie morgens wieder von ihrem Handywecker geweckt wird, mit der gleichen Musik wie am Vortag, und quasi die ganze Schleife von neuem erlebt. Sie geht zur Schule, trifft ihre Freundinnen, die gleichen Gespräche laufen ab und sie gehen wieder zur Party. Und haben auch wieder den Unfall. Der Konflikt ist also, Samantha befindet sich in einer Zeitschleife und sie wiederholt den ganzen Tag immer und immer wieder. Die Leute sagen dasselbe und
ja, am Ende des Tages stirbt sie eigentlich immer. Im Laufe des Films merkt man, wie sich ihr Charakter ein bisschen verändert, dass sie mehr auf ihre Umwelt achtet und nicht nur diesen Alltag, den sie früher hatte, lebt, sondern halt, weil sie auch ein bisschen genervt natürlich ist, wenn man jeden Tag den gleichen Tag erlebt, ja, auch ihre Umwelt anders wahrnimmt. Sie sieht, wer gemobbt wird, wer Hilfe braucht, sieht ihre Familie anders, sieht ihre kleine Schwester anders, die eigentlich normalerweise auf die Nerven geht. Sie aber jetzt einfach sagt, komm, ich wiederhole den Tag eh immer, wieso kann ich nicht einfach einen schönen Tag mit meiner kleinen Schwester haben? Und durch diese ganze Charakteränderung entwickelt sich eine ganz neue Samantha, die nicht mehr zur High Class gehört, sondern sagt, Leute, was soll der Scheiß? Wieso stellen wir uns über andere Leute? Und möchte natürlich auch aus diesem Wahnsinn entkommen und geht deswegen mehrere Versuche ein, selbst ein besserer Mensch zu sein und ihren Tag jedes Mal irgendwie anders zu vollbringen, sodass es vielleicht anders endet, dass niemand stirbt, aber dass auch sie eben nicht stirbt. Am Ende macht es bei ihr Klick. Und sie weiß ganz genau, was zu tun ist. Man merkt, dass sie auch entschlossen ist, nicht mehr verwirrt oder unsicher, ob es jetzt wirklich das Richtige ist, sondern sie weiß ganz genau, was passieren muss. Und sie geht ihren Weg und ja, ohne zu spoilern, beende ich jetzt einfach mal die Inhaltsangabe. Meine Meinung zum Film oder auch zur Geschichte generell ist, dass sie halt doch ein bisschen Teenager-mäßig noch ist. Für mich ist das, dass hier jüngere Leute angesprochen werden, die auch ja quasi in die Erwachsenenwelt gerade eintreten und selber lernen müssen, Entscheidungen zu treffen, nicht immer nur dem Mainstream hinterherzurennen oder eben auch Mobbing, was ja dann an der Schule auch stattfindet, zu unterbinden oder sich auch dagegen zu stellen. Der Film ist halt wie ein ganz normales Drama aufgezogen, hat auch sehr viele dramatische Bilder, hat auch sehr, sehr schöne Bilder zum Teil und ist immer in so einem gleichen Farbton gehalten. Die Charaktere neben der Hauptprotagonistin sind sehr überspitzt dargestellt, wo ich am Anfang dachte, oh mein Gott, was wird das hier? Aber dadurch, dass halt die Samantha ihren eigenen Weg gegangen ist und sich ihrer Charakter entwickelt hat, sind diese überspitzten Charaktere gar nicht mehr so aufgefallen und haben auch gar nicht mehr so genervt. Aber es ist halt trotzdem nochmal ja, ein Indiz dafür, dass der Film eher was für jüngere Zuschauer ist. Ich muss sagen, das Ende war doch ein bisschen erahnbar, wenn auch die Zwischenwege überhaupt das Gegenteil davon waren. Die haben mich überrascht. Klar, es war eine Form von der Entwicklung und man musste sie irgendwie darstellen, aber trotzdem, dass sie zum Beispiel an einem Tag Zeit mit ihrer kleinen Schwester verbringt, den kompletten Tag, fand ich eine schöne Szene und auch eine schöne Charakterentwicklung. Am Ende gab es natürlich auch eine Belehrung, deswegen sage ich auch, es ist eher so für jüngere Leute gedacht, dass man ruhig seinen eigenen Weg gehen kann, zu seinen Entscheidungen stehen soll, nicht Mobbing betreiben soll natürlich, aber dass halt auch die High-Class-Leute eigentlich ganz normale Menschen sind und sich nicht über andere Leute stellen sollten. Und dass man sich keinen Druck zum ersten Mal machen soll. Das ist auch sehr belehrend in dem Film. Ich habe gehört, dass sehr viele Leute sagen, die Tote Mädchen lügen nicht gucken oder gelesen haben, dass sie auch diesen Film oder das Buch sehr toll finden würden. Ich kann den Leuten nur teilweise zustimmen. Klar, es ist dieses Genre Mobbing, man muss sich verändern, man muss realisieren, was man anstellt, wenn man andere Leute unterdrückt oder eine höhere Position hat. Und ja, es ist ein Drama. Also der Inhalt stimme ich schon ein bisschen mit überein, aber na, die Auflösung, der Weg und ja, einfach wie das dargestellt wird, ist eine ganz andere. Ich denke, das Zielpublikum vom Alter her scheint auf jeden Fall das gleiche zu sein, aber ob dann wirklich jeder den Film oder das Buch auch toll finden würde, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass Leute, die das Buch Tote Mädchen Lügen nicht gelesen haben, auch das Buch problemlos und voller Euphorie lesen würden. Aber ob das Zielpublikum von der Serie und dem Film irgendwie hundertprozentig gleich ist, das glaube ich nicht. So, und jetzt habt ihr nochmal Zeit, was zu gewinnen, denn ich verlose einmal 2 Kinotickets oder das Hörbuch. Bitte entscheidet euch dafür und schreibt es unten in die Kommentare, warum ihr das ganz gerne hättet und ob euch das Video gefallen hat oder was ihr noch für Verbesserungsvorschläge vielleicht sogar habt. Das war's von mir. Ich wünsche euch sehr viel Glück beim Gewinnspiel und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!